Eines frühen Morgens ging John nahe seiner Hütte im Wald spazieren. Plötzlich hielt er inne. Ein durchdringendes Heulen ertönte in der Gegend. Er stellte seine Campingausrüstung ab und ging langsam näher, um durch das Gestrüpp zu spähen. Auf der Lichtung stand er einem riesigen Timberwolf gegenüber. Seine Beine schienen in einer Falle gefangen zu sein und er versuchte, sich zu befreien. Aber dann schien er aufzugeben und sich wieder hinzulegen. Der Wolf sah müde aus, als ob er alle Hoffnung verloren hätte. John war schockiert. Er wollte dem Tier helfen. Aber als er näher kam, erschrak er und versuchte, an den Ketten zu ziehen. Der Wolf knurrte und seine Haare stellten sich auf. Aber eher aus Angst als aus echter Wut. John wich zurück, denn er wollte nicht Gefahr laufen, sich selbst zu verletzen. Doch dann bemerkte er etwas, das er nicht erwartet hatte. Bei dem Wolf handelte es sich eindeutig um ein Weibchen. Aber das allein war nicht das Überraschende. Ihre Zitzen waren voller Milch. Das bedeutete, dass es irgendwo Babys geben musste, die sehnsüchtig auf ihre Mutter warteten, wenn sie noch am Leben waren. Säugende Welpen können ohne ihre Mutter nicht sehr lange überleben. Wenn John die Welpen wieder mit ihrer Mutter zusammenbringen wollte, musste er schnell handeln. Doch er konnte nicht näher an das Tier heran, ohne befürchten zu müssen, dass die Wölfin ihn verletzen würde. Denn ein wildes Tier war in einer solchen Stresssituation unberechenbar. Die Wölfin lag fast im Sterben. Es schien, als hätte sie durch die Verletzung an ihrem Bein viel Blut verloren. Wenn man sie alleine ließe, wäre das ihr sicherer Tod. John wollte es nicht so weit kommen lassen. Nach allem, was er bereits in seinem Leben erlebt hatte, war er zu einer Art Mensch geworden, der nie aufgab. Und er war auch nicht bereit, diese sterbende Wolfsmutter aufzugeben. Ihm war klar, dass jede Sekunde, die er verschwendete, bedeuten konnte, dass entweder diese Wölfin oder eines ihrer Babys es nicht schaffen würde. Er musste jetzt handeln. Unschlüssig, wie er das Bein der Wölfin aus der Falle holen konnte, fasste John all seinen Mut zusammen. Vorsichtig berührte er ihre Pfote. Zu seiner Überraschung reagierte sie nicht. Sie war bereits völlig weggetreten. Es hieß jetzt oder nie. Er hielt vorsichtig mit der einen Hand den Kopf der Wölfin fest. Mit der anderen Hand drückte er den Knopf an der Falle, um sie zu lösen. Aber sie öffnete sich nicht. Sie saß fest. Außerdem war sie verbogen, was vermutlich bei dem Versuch der Wölfin zu entkommen geschah. John hatte keine Zeit zu überlegen. Er schnappte sich einen Stein und schlug auf den Auslöseknopf der Falle. Er schlug so lange darauf, bis sie aufsprang. Dann hob er mit aller Kraft die Wölfin auf seine Schulter und schleppte sie zu seiner Hütte. Diese war nur wenige hundert Meter entfernt, aber dennoch brauchte er fast eine ganze Stunde. Er legte die Wölfin neben dem Kamin ab. Sie war total unterkühlt. Als sich das Haus aufgewärmt hatte, konnte er sich die Verletzungen der Wölfin ansehen, die er mit seinem Erste-Hilfe-Kasten säuberte und versorgte. John hatte eine medizinische Ausbildung und wusste genau, was zu tun war. Ihr Bein war verletzt, aber zum Glück nicht gebrochen. Hätte er noch länger gewartet, hätte sie ihr Bein mit Sicherheit verloren. Jetzt hoffte er nur, dass er auch ihr Leben noch rechtzeitig retten konnte. Langsam begann sie Lebenszeichen von sich zu geben. Als sie ihn zum ersten Mal wieder anknurrte, wusste er, dass sie wieder gesund werden würde. Sie brauchte ihn, um zu genesen, aber sie wollte nicht, dass er ihr zu nahe kam. Da er wusste, dass sie irgendwann aufwachen würde, beschloss John, sie aus dem Haus vor die Veranda zu bringen. Nachdem er die Wolfsmutter versorgt hatte und es ihr wieder besser ging, machte er sich auf die Suche nach den Welpen. Aber wo konnte John überhaupt anfangen, eine Höhle mit Wolfswelpen zu finden? Die Jungtiere konnten nicht allzu weit weg sein, denn eine Wölfin entfernt sich nicht weit von ihren Jungen. Aufgrund seiner Vergangenheit im kanadischen Militär hatte er viele Überlebens- und Pferdenkenntnisse. Er würde alle Fähigkeiten einsetzen müssen, um die Babys zu retten. Er suchte die Gegend nach Hinweisen ab und wurde schließlich tatsächlich fündig. Nach langer Suche fiel ihm etwas ins Auge. Es war versteckt, aber es gab eine Öffnung zu einem Loch im Boden. Hoffentlich war dies die Höhle, die er gesucht hatte. Das einzige Problem war nun, die Wolfswelpen dazu zu bringen, herauszukommen. Sie waren darauf trainiert, drinnen zu bleiben, bis sie ihre Mutter hörten, auch wenn das ihren Tod bedeuten konnte. John war entschlossen, sein Bestes zu geben. Er versuchte es mit seinem besten Wolfsruf. Nichts geschah. Er versuchte es erneut. Aber immer noch nichts. Er überlegte gerade, ob es gefährlich war, in die Höhle zu gehen, als plötzlich ein kleiner winziger Wolf herauskam. Er heulte vor Hunger. Das war wahrscheinlich einer der Hauptgründe dafür, dass er bereit war, das Risiko einzugehen, herauszukommen, ohne die Stimme seiner Mutter zu hören. Nachdem das erste Baby herausgekommen war, folgten bald die anderen. Da er wusste, dass er niemals alle vier tragen konnte, legte er sie alle vorsichtig in einen Beutel und verschloss ihn. John musste überprüfen, ob in der Höhle noch andere Jungtiere waren. Es ist nie eine gute Idee, den Kopf in eine Wolfshöhle zu stecken. Aber der Gedanke, dass er einen zurückgelassen haben könnte, war inakzeptabel.
Er musste sich vergewissern. Er legte sich flach auf den Bauch und kroch hinein. Zum Glück war es nicht so tief, wie er es sich vorgestellt hatte. Der Mann suchte die Höhle ab, aber es waren keine weiteren Wölfe zu sehen. Er konnte das Gebiet mit gutem Gewissen verlassen, da er wusste, dass keine Welpen zurückgeblieben waren. Er schnappte sich einen Beutel mit Welpen und ging zurück zu ihrer Mutter. Es fühlte sich surreal an, einen Beutel mit Wolfswelpen zu tragen. Das Muttertier musste ihr leises Wimmern gehört haben, als er sich näherte. Denn sie begann zu heulen. Vorsichtig setzte er die Welpen ab und ließ einen nach dem anderen zu ihrer Mutter. Er hoffte, dass sein Geruch an den Welpen die Mutter nicht dazu veranlasste, sie abzuweisen. Die Welpen erkannten ihre Mutter und rannten alle direkt auf sie zu. Sie beschnupperte sie und einen Moment lang hielt John den Atem an. Würde sie sie erkennen? Der robuste Abenteurer wurde emotional, als sie begann, die Welpen abzulecken. Sie legte sich hin und bald tranken die Welpen fröhlich. Die Wölfin war nun schon eine Weile bei John und sie musste hungrig und durstig sein. Er brachte ihr einige Stücke Fleisch und warf sie ihr Stück für Stück hin. Sie mochte ihm zwar nicht trauen, aber sie nahm das Futter, das er ihr gab, gerne an. Sie hatte ja keine andere Wahl. John musste jeden Tag hinausgehen, um Fisch oder Fleisch für die Wölfe und Feuerholz zu holen, und er ließ seine Tür offen, damit die Wolfswelpen hineingehen konnten, um sich zu wärmen. Aber er hatte nicht erwartet, dass sie Freunde zu Besuch einladen würden. Aber genau das passierte. Als John eines Tages zurückkam, erlebte er einen großen Schock. In seinem Garten wimmelte es von einem ganzen Rudel Wölfe. Sie waren gekommen, um nach der Wölfin zu sehen. Das muss ihre Familie gewesen sein, die nach der Wölfin und ihren Jungen gesucht hatte. Aber darauf, dass er in seinem Garten auf ein Wolfsrudel traf, war er nicht vorbereitet. Für einen Moment erstarrte John vor Angst. Die Welpen kamen zu ihm gerannt und freuten sich riesig, ihren Freund zu sehen. Aber die großen Wölfe drehten sich alle um, knurrten und stellten sich mit aufgestellten Nackenhaaren hin. Es sah so aus, als ob sie zum Angriff bereit wären. Dann gab plötzlich einer der Wölfe ein lautes Bellen von sich. Es war die Wölfin, der John geholfen hatte. Sobald sie bellte, wichen alle anderen Wölfe zurück und schienen sich völlig zu entspannen. Dennoch unterschätzte John nicht die Gefahr eines Wolfsrudels. Er ging schnell in seine Hütte und verschloss hinter sich die Tür. Nach ein paar weiteren Tagen konnte John sehen, dass es der Wölfin immer besser ging. Bald konnte sie wieder aufstehen und einige Tage darauf sogar herumlaufen. Nach einigen weiteren Tagen bellte sie eines Morgens ihre Welpen an, und sie alle standen auf und folgten ihr. John verstand, dass sie für immer weggehen würden. Er sah weder das Rudel noch die Wölfin oder die Jungtiere jemals wieder. Doch er wusste, dass 4 kleine Wolfswelpen und eine Wölfin ihm ihr Leben verdankten. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Wolf findet ein Baby nach einem Unfall. Dann passiert das Undenkbare. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.